Hallo und herzlich willkommen in der Scheinchenwerkstatt. Ich bin der Falco und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder ein kleines Set von Rheobrix für euch. Heute wieder alles in einem Video, bauen ein Review. Ein Review dann am Ende. Und als Info vorneweg, Barbie, die Aktion läuft immer noch. Sowohl bei Barbie als auch bei Yukum laufen die Aktionen mit den Blindboxes, je nachdem wie viel ihr bestellt. Bei $100 kriegt ihr eine kleine Box, ab $200 kriegt ihr eine mittlere Box und ab $300 kriegt ihr eine große Box. Was drin ist, wisst ihr nicht, da müsst ihr euch überraschen lassen. Ich habe persönlich auch bestellt, ich bin über die 300 gekommen, ich bin gespannt, was in dieser großen Box drin ist und freue mich wie ein Keks, da das ja bei der Weihnachtsaktion auch wunderbar geklappt hat mit den Boxen. Daher nur mal den kleinen Link dazu unten in der Infobox. Verlinke ich euch den hier direkt bei Barbie. Könnt ihr darüber direkt bestellen, was immer ihr wollt. Ist egal. Hauptsache, man kommt auf diese Mystery Boxen, oder? Ist doch immer spannend, wenn man irgendwelche Sets bekommt, wo man kein extra Geld für ausgeben muss. Oder man es gar nicht weiß, was kommt. Ne? Also es soll wohl so sein, dass es halt wirklich Richtung der Bestellung geht. Also wenn ihr viele Technik-Sets bestellt, ist es gut möglich, dass ihr halt auch ein Technik-Set dazu bekommt und nicht einfach irgendein Mist. Ne? Weil wenn ich jetzt hier 5 Technik-Sets bestelle, wäre es doof, wenn ich dann ein Haus bekomme oder so, weil ich daran vielleicht gar kein Interesse habe. Aber wir werden uns überraschen lassen. Kommen wir jetzt zu dem Set selber. Also ich habe hier den Garbage Truck von Rheobrix. Den Garbage Truck hat entwickelt der Tim Scheiter. Und da Tim Go findet ihr den auf Rebickable. Der macht sehr gute Mocks. Ich habe ihn ja schon jetzt zweimal gehabt hierbei. Einmal bei dem Kran, dem orangen Standkran und hier bei dem Unimog. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich bin im guten Kontakt mittlerweile mit ihm, weil mir auch die Sets und alles gefallen. Deswegen auch, ich habe das getan, ich habe das Set gekauft, ich habe jetzt nochmal nachträglich die Anleitung gekauft, damit einfach der Designer, der Tim, unterstützt ist, damit er auch weitermachen kann. Also die Mocks gefallen mir. Er hat jetzt auch schon mir Link gegeben mit dem nächsten Projekt. Ich sage euch nicht so viel dazu, was es ist, weil ich habe ihm versprochen, ich sage nichts. Deswegen, ich sage nur, er hat ein neues Projekt im Machen und unterstützt ihn bitte. Ja, kauft die Anleitung von ihm, ist top. Und er selber ist korrekt. Ich habe einen Einblick bekommen in seine Tätigkeit als Designer, was mich sehr gefreut hat und ich finde das einfach klasse. Ne? Also, dass man sich da hinsetzt und klopft sich da sowas aus den Rippen und denkt sich sowas aus. Rheobrix hat hierbei relativ gute Arbeit geleistet. Was heißt eigentlich relativ? Sehr gute Arbeit geleistet eigentlich. Was mich überrascht hat, ich hatte mit Tim im Vorfeld gesprochen gehabt, er hat die Design, also das Design selber hat er gemacht, aber die Motoren und sowas, das ist halt auf dem Mist von Rheobrix gewachsen, dass die das gemacht haben, weil er selber gesagt hat, ihr wolltet das automatisieren, dann macht das selber. Kann ich auch nachvollziehen. Man kriegt als Designer bei denen nur eine gewisse Spanne an Kohle und das ist jetzt nicht die Welt, da würde ich mir auch kein Bein für ausreißen. Das ist einfach so. Wenn du da einfach nur so dein Häppchen kriegst, klar, das sagt man dann auch, irgendwo ist eine Grenze. Kann ich auch nachvollziehen, aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, sie haben hier auch mit der Technik eine sehr gute Alternative gefunden mit den PF-Parts, also mit diesen RC-Parts halt insgesamt und das ist auch sehr solide. Also vom Aufbau her hat mich das sehr stark an den Telelader erinnert, muss ich sagen, aber halt auch, das ist halt funktionell und sowas top. Ich habe jetzt noch nicht genau in den Vergleich geguckt zwischen der Anleitung von Rheobrix als auch der Anleitung von Tim, das mache ich jetzt so nebenbei gleich. Das mache ich halt dann, dass ich im Review das halt am Ende im Video sagen kann, wie es halt ist. Ihr bekommt den LKW dazu, ihr bekommt hier den kleinen Müllcontainer dazu und der Müllcontainer ist beladen mit Flaschen. Ich habe jetzt hier nochmal einen Becher mit extra Steinen. Das hat einfach nur den Grund, ihr sollt das am Ende richtig sehen, was die Maschine macht. Ne? Nur dafür. Gut, ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal in die Bauschritte und gucken mal da rein. Also bevor ich jetzt die Detailaufnahme mache, ich habe die Anleitung gekauft, wie ihr seht, gestern gekauft, findet ihr unter der MOC 77062, verlinke ich euch hier unten drunter. Ich bin jetzt auch nochmal die Anleitung selber durchgegangen und habe mir das nochmal genauer angeschaut. Also auch verglichen mit der Anleitung von Rheobrix. Also
Man hat Parallelen, man hat auch aber Abstände, weil Rubrix ja auch Wert darauf gelegt hat, dass man von Anfang an gleich die Power Functions mit einbaut. Ist das halt ein bisschen anders gelöst, als der Tim das gemacht hat. Am Anfang zumindest, je weiter die Anleitung aber fortschreitet, je weiter das Modell fortschreitet, desto mehr Parallelen erkennt man aber, dass das einfach nur anders gebaut ist, damit das anders gelöst wird für die ganzen Motoren und sowas. Weil Tim selber hat ja nur eine Akkubox reingemacht mit einem Motor. Ja. Auch das Getriebe, was sich Tim dabei ausgedacht hat, hat Rubrix mit weggespart. Ist ja dann in diesem Moment ja auch schon überflüssig quasi eigentlich, wenn ich halt alles mit Motoren laufen habe. Aber das ist okay. Absolut okay. Da kann ich mich ja nicht beschweren. Im Gegenteil, das funktioniert auch ziemlich gut. Also soweit top. Kann ich mich nicht beschweren. Und ja. Gut. Also kommen wir mal zu dem Set selber. Wir haben die Anleitung, wir haben jetzt hier unsere Steine ausgebreitet. Hier vorne sind alles Steine aus der Tüte 0, 1 und 2 als separate Tüte. Und dann habt ihr noch die 1er Tüte, die drüben. Plus die Motoren und Power Functions ist alles on board. Ja, wer schöne viele grüne Teile hier in grünen haben will, Paneele, super. Ja. Auch die Reifen passen diesmal besser. Hier haben wir jetzt nochmal einen genaueren Überblick. Diese Steine hier fand ich sehr interessant. Die kannte ich jetzt so auch noch nicht. Das 5 mit diesen kleinen Zahnrädern, mit diesen 5 kleinen Zahnrädern, das Getriebe hat mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, weil wie ich das nämlich zusammengesteckt hatte, wollte das nicht richtig laufen. Und ich hatte daran gezweifelt in dem Moment schon, als ich gesehen habe, okay, das wird jetzt angetrieben von einem M-Motor. M-Motoren sind eigentlich ein bisschen schwächer auf der Brust, ob das die Kraft aufbringt, um das Set zu bewegen. Da war ich sehr kritisch. Und ich lasse euch jetzt auch sehr kritisch sein, bis zum Ende, bis ihr es seht. Hier nochmal, da oben liegen noch die anderen Tüten und hier nochmal die Steine aus der Tüte 0, 1 und 2. Das sind halt hauptsächlich Paneele, die Reifen gewesen. Ja, das, was dann hinterher als Sitze dienen soll. Und dann gehen wir auch schon los. Nach den ersten Schritten habt ihr jetzt schon den Servomotor eingebaut. Diese Aufnahme und diese Funktionen sind wie beim Tim auch drin. Das habe ich gerade eben mal kontrolliert gehabt, weil ich ein bisschen verwirrt war. Weil beim Tim kam nämlich hier schon die Leiste runter und hier hinten die Querverbindung für die Lenkung. Aber bei der Hand-of-God-Steuerung ist das natürlich wichtig. Das haben wir halt jetzt hier weggespart, weil braucht man ja nicht in dem Moment, wenn ich hier einen Servomotor drin habe. Dann brauche ich das schon mal nicht mehr. Das heißt, Rubrix konnte hier in der Anleitung ganz anders anfangen als das im Mock ist. Das meinte ich. Da kam nämlich von hier oben dann das Gestänge runter und hier drüben kam dann die Welle von hinten, also von dem Mittelstück hier hinten raus. Das ist ja vorne. Nach vorne raus, um halt zu lenken. Aber soweit alles klar und alles gleich gewesen. Was halt interessant ist, ist halt hierbei wieder, dass man halt die genauen Anleitungen bekommt, wie man die Kabel zu verlegen hat. Ja, also ihr seht die dann immer links und rechts rausbaumeln und hier habt ihr jetzt schon diese grobe Funktion. Das hier oben wird die Klappenfunktion hinten sein, das wird die Funktion sein, die den Müll wieder hinten rausdrückt. Ja, ihr habt richtig gehört, das legt sich quasi dann einmal rum und drückt halt hinten den ganzen Müll raus, was sehr cool ist, wie ich finde. Und hier wollte ich das euch mal zeigen, dass ihr hier die Wege für die Kabels gezeigt kriegt. Ja. Also von daher top. Ihr habt hier die Ansteuerung jetzt drin. Das Moment, das ist jetzt oben der Ausschub. Also nach hinten. Nee, warte mal, nach die Klappe hinten ist das. Das müsste die Klappe sein. Ja. Ja, und genauso habe ich den auch verlegt, so wie das sein soll. Ja, die haben das angedeutet, dann mache ich das auch so. Es ist so, dass ihr dann im Endeffekt hier noch einen Technik-Left-Arm drüber legt und schießt das quasi kurz, damit hier halt eine Lücke bleibt, dass das Kabel auch vernünftig durch kann und
ordentlich da sitzen kann, weil das kommt nämlich dann hier alles hoch und hier oben ungefähr an der Position sitzt ja dann die Akkubox. Oder war das? Doch, war hier in der Aktion. Genau, hier oben. Roundabout. Da habe ich mich gerade ein bisschen vertan. Ja, das ist das. Ich komme hier raus. Der sitzt ja sowieso hier unten drunter. Der kann ja gleich hier oben liegen bleiben. Der andere kommt von hier und der kommt von dort. Das ist dann nur hinterher ein bisschen tricky bei dem anderen. Bei dem M-Motor, der sitzt ja ganz hinten an der Hinterachse und der läuft dann hier so ein bisschen quer rüber. Das seht ihr aber gleich. Somit ist das Gestänge hier eigentlich schon soweit fertig. Und das sind wir genauso weit eigentlich in den Abschnitten gewesen wie beim TimFast. Hier ist der M-Motor drin, der läuft hier rum. Da kriegt ihr das auch in der Anleitung direkt gezeigt, wo ihr den langlegen sollt, damit er halt im Anschlusspunkt dann auch versteckt wird. Und hier ist das Problem, was ich gesehen habe. Das hat sich in dem Moment, bevor ich den Motor reingesetzt habe, nicht gedreht und nicht funktioniert. Ich habe das, glaube ich, 20 Mal auseinandergebaut und wieder zusammengebaut, weil einfach die Zahnräder nicht genau gepasst haben. Ein bisschen rumspielen hat es aber geholfen, dass ich es dann doch an der Position gefunden habe, wo es läuft. Ja, und da seht ihr hier schon die Steine, die ich sehr komisch fand. Da kommt hier unten so ein Dreierstab rein und dann habt ihr hier quasi die Spritzschütze von den Reifen. Das war's dann aber auch schon damit. Ne? Das kommt dann da hinten dran. Und dann kommt schon die Akkubox. Ja, und bei der Akkubox kriegt ihr das auch genau gezeigt. Warte mal, nee, ich habe kein Bild davon gemacht, von der Anleitung, wie die dann hier herumgelegt werden sollen. Also ich habe das jetzt auch so gemacht, wie die mir das angeraten haben, dass ich die quasi hier unten drunter gezogen habe, unter die Akkubox und von da unten weglaufen habe. Ja, das sieht halt nur ein bisschen wirr aus, weil jetzt ich hier auch keine bunten Steine drauf gemacht habe beim Klemmen. Den habe ich geklemmt, bevor ich das andere Video gemacht hatte mit den bunten Steinen. In Zukunft werde ich das bei Reobricks aber immer beherzigen, dass ich halt so bunte Steine draufsetze. Und dann machen wir hinten schon die Platte drauf, die dann relativ fertig ist. Und ja, das ist dann schon Abschnitt 1 fertig quasi. Da habt ihr noch den Zug hier drauf gemacht. Wobei ich da schon am Überlegen war, was genau wird das jetzt werden. Und ich hatte noch keine Vorstellung großartig davon, wie, was, wo, wann. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt wird es wieder so, dass du nicht weißt, was ist, soll das jetzt werden. Ja, es wurde mir dann im Endeffekt klar. Auch seht ihr dann nochmal hier die Anlage von unten. Ist eigentlich ganz einfach. Einfach, simpel, schön, top. Nur ich hatte halt wirklich die Bauchschmerzen bei dem Motor, weil ich kenne M-Motoren, ich weiß, wie schnell die durchknallen, ich weiß, dass die nicht viel Kraft auf den Rippen haben und da kann das schon teilweise echt strange sein, wenn man dann sowas sieht. Ich habe einen großen Drehteller gebaut gehabt und da habe ich auch einen M-Motor eingebaut und ich dachte mir, M-Motor, das Ding bringt das nie fertig und dann ist man doch schon überrascht, wenn man 20 Kilo draufstellt und das Ding dreht sich trotzdem. Also da hat mein Sohn drauf gestanden, damals, wo er 20 Kilo gewogen hat und das Ding hat sich gedreht und das hat der kleine M-Motor ohne Probleme geschafft. Also das ist manchmal, da ist man doch davon überrascht, was die halt leisten. Aber hier bei dem Modell fand ich es halt kritisch mit der Bewegung, der Umleitung, es ist halt immer so, ne. Da kommen wir dann auch schon dazu, dass wir Außenwand ja gemacht haben. Ist einfach simpel. Das Witzige ist, wir haben hier große Fähnchen drin, die halt wirklich dafür sorgen, dass die Wandung innen drin glatt ist. Ja, und ihr seht dann jetzt auch hier, wofür dieses Teil ist, dass das dann einfach hier rausschiebt und den Müll einfach hinten wieder rausdrückt. So wie das bei den richtigen Müllwagen auch ist. Ihr habt den Müllladeraum und am Ende vom Tag muss das ja auch irgendwie wieder rausgeschafft werden. Und zack, raus, fertig. Klasse. Machen wir ringsrum zu. Hier bekleben wir das auch schon. Dieses Mal das Bekleben habe ich auch gemacht, weil das ist wieder ein Modell, das lasse ich stehen. Das bleibt bei mir so, wie es ist. Liegt einfach nur daran, dass ihr das jetzt schon beklebt, weil ihr macht dann hinterher die Streben links und rechts. Dann habt ihr keine Chance mehr, das zu bekleben. Deswegen macht das wirklich dann in dem Moment, wenn das sein muss. Was mir hier so ein bisschen gefehlt hat, war jetzt halt hier so ein Übergang bei diesen Mittelstegen, damit dieser grüne Streifen nicht unterbrochen ist. Das ist halt so ein Problem. Ah, das Auge ist mit, ne?
Und da seht ihr jetzt mal die Kamera von hinten. Ich habe extra den Blitz eingeschaltet, damit man das auch vernünftig sehen kann, was da drin jetzt ist. Ja, seht ihr, wir haben jetzt einen schönen kleinen Laderaum und der drückt dann halt alles einfach wieder nach draußen, was da drin ist. Hier gab es jetzt ein Problem in der Anleitung. Die haben die Seiten vertauscht. Das ist auch wirklich das einzigste Manko, was ich jetzt an dem Ding gefunden habe bisher, ist wirklich, diese Seite gehört eigentlich auf die andere Seite. Ne? Also einmal Seiten vertauschen bei der B74, andersrum. Ja, das ist aber jetzt auch nicht die Welt. Das merkt man schon beim Bauen, wenn das dann auf einmal das Teil übersteht. Ich dachte mir nämlich, ich habe das so reingesteckt und damit, nee. Haben mir dann beide Teile angeguckt und dachte mir dann, okay, einmal vertauschen bitte, gut, alles klar. Ich habe das halt einmal mit Blitz und einmal ohne Blitz aufgenommen, wenn ich nicht aufgepasst habe. Dann haben wir jetzt, fangen wir jetzt hinten an mit der Klappe. Und das ist dann hier da, wo ihr den Container einhängt, der dann reingekippt wird, wie das bei den Großen so ist. Die haben ja normalerweise so Flatterbänder, das ist nicht so müffelt und alles drum und dran. Und hier ist es einfach so, dass es halt Stäbe sind. Es sind ja nur Steinchen, von daher ist es nicht so schlimm. Die Klappe ist dann schon dran, das geht dann relativ flott. Ich habe die Klappe in dem Moment hier oben noch nicht verbunden, wie ihr seht. Das ist noch leer. Ich habe das erst verbunden, als ich fertig war mit Bauen. Den Tipp gebe ich euch hierbei auch, weil spart euch die Fummelei. Wartet, bis ihr fertig seid, dann könnt ihr nämlich diese Stangen hinten schön rausfahren, könnt das einhaken, fertig. Habt ihr keine Probleme mit. So sieht das dann von hinten aus. Wäre jetzt halt schön, wenn hier noch ein bisschen Beleuchtung dran wäre, das wäre halt wirklich optimal. So ist es halt offen, da seht ihr, dass das hier keine Verbindung hat gerade, weil einfach die hier noch eingefahren sind und ich wollte jetzt nicht einfach die Motoren dran klemmen, beziehungsweise die Akkubox dran klemmen, damit halt die herausfahren. Kann man auch machen, aber ich habe halt gedacht, ich kann das auch am Ende machen, wenn ich halt komplett fertig bin. Das ist einfacher. Dann kommen wir zum Führerhaus. Auch hier fangen wir schon an mit einzelnen Aufklebern immer wieder drauf zu machen. Und von der Technik her hier ist es relativ simpel. Wir bauen jetzt einfach hier straight nach oben. Das ist ein ziemlicher Leichtbau, ohne große Schwierigkeiten, ohne große Probleme. Kommt hinterher drauf und ist ganz einfach. Also ihr könntet den quasi so machen wie ich. Ich habe den halt so abgeklappt draufgesetzt und dann zugeklappt. Der hält hier oben. Hier oben sind hier so einzelne Pins. Also Noppenaufnahmen, wo das dann gegenhält und dann rutscht das auch nicht fort. Und dann diesen kleinen Kübel, da muss ich halt ganz ehrlich sagen, der ist 1:1 übernommen aus der Bauanleitung. Da gab es wirklich keine Änderungen drin. Gut, dann sind wir mit dem Bauabschnitt durch, dann kommen wir jetzt. So. Also. Das ganze Gerät hier ist jetzt so richtig schick, auch mit allen Aufklebern dran. Ich bewege den jetzt nicht so viel. Ich will jetzt euch die Funktionen zeigen. Ja? Also ihr habt jetzt wirklich hier hinten die Aufnahme. Ihr habt hier diese Wimpel, die könnt ihr ein- und ausklappen. Und dann habt ihr die Tonne. Die Tonne wird jetzt hier einfach reingestellt. Die hält dann hier neben den Haken. Und dann habt ihr hier neben an der Seite ein Rädchen, mit dem ihr die hochfahren könnt. Da gibt es jetzt nur ein kleines Problem. Ihr müsstet erst wirklich die Klappe aufmachen, bevor ihr den da reinhaut. Und ihr müsst den wirklich reinhauen, damit der auch leer ist. Also wie die Müllabfuhr. Ja gut, liegt jetzt daran, dass das Ding ziemlich voll ist. Weil ich habe nämlich da schon ein paar mehr Steine drin, damit ihr das Phänomen, was wir dabei haben, auch seht. Ja? Normalerweise, wenn ihr nur die Flaschen da reinmacht, ist alles okay, ist alles tutti. Da ist halt jetzt das Problem gewesen, dass der halt schon voll ist. Ich habe da jetzt schon über 200 Steine, glaube ich, drin. Einfach, um es euch zu zeigen. Ja? Da fällt jetzt auch schon ein bisschen was raus. Das macht aber nichts, das ist nicht so schlimm. Die stopfen wir jetzt einfach mit da rein, weil die Müllabfuhr muss ja auch erstmal zum Verladeplatz fahren, ne? Also da machen wir jetzt hier, das ist auch das Einzige, was ihr von Hand machen müsst, die Müllabfuhr muss es auch von Hand machen, ne? Die müssen auch die Tonnen reinstellen und müssen den Befehl geben, dass das hochgeht. So, dann klappen wir hier den, hoppala,
geht mir hier oben der Stein ab. Ich muss aufpassen, dass ich den jetzt so viel da hinten hebe. Wir klappen einfach das Hörerhaus runter. Ihr habt hier vorne jetzt die Akkubox drin. Ihr kommt da einwandfrei ran. Die kann man auch nie wieder prima rein- und rausnehmen, ohne dass ihr Schwierigkeiten habt. Wir machen die an. Machen unsere Fernbedienung dazu an. Haben direkt die Connection. Dann machen wir den zu. Dann mache ich jetzt immer alles, was hier noch gerade rausgefallen ist, weil ich nicht aufgepasst habe. Hier hinten nochmal rein. Wollen ja den Spielspaß erhalten, ne? So. Da liegt noch ein Stein. Da liegt noch ein Stein. Genau, hier ist ein kleines Manko, ne? Wenn ihr das gesehen habt. Die Achse hält nicht richtig. Das ist das, was ich die letzten Male schon gesagt habe zu den Sets von Reobricks. Achsen sind halt manchmal auch ein bisschen instabil im Gegensatz zu den Techniksteinen selber. So, also. Hoppala! Da habe ich den nicht richtig festgeklickt. So, jetzt. Also der ist sehr flott unterwegs. Ja, also. So, und dann haben wir als nächstes die Funktion. Ach Mist, das war die falsche Funktion. Erst Klappe hoch. Hier die Achse gerade rausgesprungen wieder. Das sind aber so Kleinigkeiten. Na, das ist jetzt nichts Wildes, aber ihr habt es gesehen. Ich zeige es euch nochmal. Nee. Einschub, Ausschub. Ja, der scheint gerade irgendwo einen Stein zu klemmen. Ich glaube, ich habe ihn doch ein bisschen voll gemacht. Ja, da hat sich ein Stein verklemmt. Komme ich aber gerade nicht dran, dann muss ich ihn erst wieder so erbauen. Aber ihr habt es gesehen, das funktioniert einmal frei mit dem Ausschub. Wir können ihn runter machen wieder. Halt den Ausschub, müssen wir wieder nach vorne machen. Ganz nach hinten. Und dann kann die Müllerfuhr wieder weiterfetzen. Also davon wirklich top, auch hier vom Aussehen her. Ne? Also hier. Na, wo ist es denn jetzt? Ich habe nicht gehört. Ha, seht ihr? Da war das Stein, war der Stein, der gefickt hat. Ha, noch einer. Haha. Von Optik her und alles drum und dran. Top. Ne? Auch hier vorne die Beklebung und alles. Das ist wunderbar. Wir haben hier die. Da will man es einmal loben. Und dann passiert gleich sowas. Ja. Türen auf, Türen zu. Dieses Abklappen hier vorne. Das ist einfach. Top. Gut, hier drüben bei den Achsen, da würde ich empfehlen, nehmt eine andere oder guckt, ob ihr so Seiten vertauschen könnt, weil es ist wirklich nur die hier drüben, die immer wieder rausspringt. Das ist nur die eine Seite. Die hält halt nicht drin. Könnte auch daran liegen, dass es halt ein bisschen knapp ist. Ihr habt hier die Aufnahme vom Motor her, hier unten. Ne? Und die geht hier genau in das in dieses Differential rein. Und in diesem Differential ist nur ein kleines Zahnrad. Ne? Und da habe ich sonst keine anderen Halbverbindungen, sondern nur dieses kleine Zahnrad. Dieses eine kleine Verbindung. Und da kann das locker leicht passieren, wenn das ein bisschen hin und her wabbelt, ist es draußen. Finde ich jetzt persönlich nicht so problematisch. Ist halt ein bisschen doof. Aber naja, gut. Kann man so stehen lassen, finde ich. Weil ansonsten ist es ein Top-Modell, es ist super. Kann ich mich ja nicht beschweren dafür, dass es halt auch optisch cool ist. Man hat was zum Spielen, man hat ein bisschen Spaß dabei. Vor allen Dingen, man kann hier das Ding immer wieder beladen und alles drin damit. Ja, ich habe jetzt hier einfach einen Haufen grauer Steine. Das sind zwei Packungen gewesen. Der dritte habe ich auch noch auf dem Tisch liegen. Die habe ich aber jetzt nicht nochmal reingequetscht. Ich habe gesehen, was passiert, wenn man es zu voll macht. Dann ist es halt nicht so optimal. Aber vom Grundprinzip her echt klasse. Ein richtig schönes Teil geworden. Da kann ich mich nicht beschweren. Und ihr seht, ja, ich
habe einen riesen Haufen Steine gerade da auf den Tisch geschmissen damit. Macht Spaß. Es macht einfach nur Spaß, es ist toll. Veränderungen oder sowas brauchen wir jetzt hier nicht vornehmen, finde ich. Weil so wie es ist, ist es okay. Das Einzige, was man vielleicht machen kann, ist halt fürs Auge, ist hier sowas, dass man das halt akkurat abschneidet. Ich habe es halt ein bisschen runtergedrückt, dass halt das ein bisschen gebogen ist. Das macht aber jetzt auch nichts. Das sieht halt von der Optik her ein bisschen anders aus, als es gewollt ist, weil es dann neulich gerade Stangen sein. Aber finde ich jetzt nicht mal so problematisch, dass das ein bisschen gebogen ist. Es gibt halt einen gewissen Touch. Auch habe ich gesehen gehabt, beim Tim in der Anleitung war das so, dass der hier neben die Seitenstreifen, die hier hochgehen, als 15er gemacht haben. Reobrix hat hier 13er benutzt, damit die halt hier bündig oben abschließen und nicht drüber stehen. Warte mal, waren das jetzt richtig hier? Ja, das sind 13er. Ganz einfach Test, den ich immer mache. Wenn ich solche Steine habe, dass ich in der Mitte meinen Finger drauflege und zähle nur in eine Richtung weg. Das sieht man dann immer, wenn ich bis 6 gezählt habe, dann weiß ich, es ist ein 13er, weil das 13. Loch haltet ihr zu und 12 sind es an der Zahl. Ja. Guti. Würde ich sagen, sind wir schon am Ende mit dem Video. Dann haut mal in die Tasten. Wenn ihr euch das Ding bestellt, denkt dran, unterstützt den guten Tim. Na? Kauft euch die Anleitung nebenbei auch. Kostet nicht die Welt, sind 8 Euro. Und wenn das 10 Leute machen, hat er schon 80 Euro zusammen und das sichert ihnen auch wieder das nächste Set. Ja. Gerade wenn man sich so überlegt, die Lego-Preise sind echt teuer und ich finde das auch gut, dass er die Sachen wirklich nur mit Lego kreiert. Und ja, da hat man manchmal bessere Parts als hier bei Reobrix zum Beispiel. Ihr seht das, ihr habt das jetzt gesehen mit der Achse hier neben. Oder beim letzten Mal mit dem Telelader, mit den Zahnrädern. Da ist es halt doch schon besser, manchmal, wenn man auf Lego zurückgreift, weil nicht immer sind die optimal. Auch GoBricks hat von der Qualität her ziemlich gute Sachen. Aber ich will sie auch nicht über den Klee wegloben. Jetzt die den. Na? So, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Wie gesagt, denkt dran, wenn ihr den kauft, Anleitung, denkt an die Aktion von Barbie. So teuer ist der hier nicht, der gute Kamerad. Da kann man das ein bisschen verschmerzen. Dafür, dass man ein schönes, richtig tolles Modell kriegt, was halt auch prima in die Vitrine passt oder mit, was man mit den Kindern bespielen kann, ist es top. In diesem Sinne würde ich sagen, euch da draußen ein schönes Klemmen, haut raus und viel Spaß. Macht's gut, ciao.